Petimus. So, denn... Ja, das können wir machen. Was... So ein Teil will ich noch haben eigentlich. Etimi. Metalefs. Wo ist es denn? Da. Brauchen wir nur noch wieder ein bisschen Gold. Oh ja, sehr schön. Haben wir die auch noch dabei? So einen. Reichweite und Angriffsstärke von Belagerungswaffen, besonders gegen Wälle. Viel zu teuer von dem Gold her. Etimi. So, die ist, gleich, die ist auch gleich fertig hier mit dem Reparieren. Prostagma. Ja. Geschwindigkeit. So. Ach, es kann doch nicht wahr sein. Lege, Carlos. Das da angreifen, weil das ist das Gemeine. Das sind die drei wichtigsten Einheiten. Oh. Petimus, Orthos, Pani. Petimus, Pani. Prostagma, Orthos. Prostagma, Malista. Lege. Vulome, Orthos. So, damit zerstört ihr die Festung. Ah, ich meine eigentlich, dass ich diese Mission schneller hinbekommen habe die letzten Male. Ich glaube... Aber es kann daran liegen, dass ich immer gecheatet habe. Ich bin immer so ein Cheater gewesen. Solange ich noch nicht gelet's played habe. Weil mir das irgendwie zu blöd war. Ich spiele so gerne den Allmächtigen gespielt. So. Krios, an den Theokrat heißt er. So, dann brauchen wir nur noch neue Einheiten. So, dieser Art. Allerdings wird das Gold jetzt langsam knapp. Dann würde ich sagen, rennt ihr nachher oben, baut da das Teil hin. Oh, oh, okay, ihr kommt mal wieder zurück. Euch will ich ganz gerne behalten. So, dann kannst du das mal versuchen da. Zack, so. Kommst du mit nach hier. Lege. So, das hat auch geklappt hier oben. Sehr schön. Nahrung haben wir jetzt genug. Brauchen nur noch Gold. Und sowas. Ich meine Holz. Jo, ich schieb sie trotzdem mal hier oben hin. Leje, leje. Ja, Holz. Gibt's auch hier. Leje. Volume. Prostagma. Gold gibt's da oben. Metalefs. Petimus. Orthos. Was sind denn das da? Da sind das sind viele Pferde bei, ne, glaube ich, aber da sind auch andere. Ich nehme die einfach auch noch mit da, so. Dann darf ein paar. Leje. Bani. Ich würde sagen, wir schicken die direkt da vorne hin. Ich meine, das haben wir jetzt soweit gesichert. Wir sind jetzt gut genug. Dafür. Vulome. Vor allen Dingen, jetzt kommen die ganzen blöden Viecher dann nicht mehr. So, dann gehen wir hier drauf, dann machen wir eben die Pferde platt. Da haben wir ja mit den Hopliten ein leichtes Spiel. Während natürlich unsere Bogenschützen jetzt ein Problem haben. So. Poro. Prostagma.
Ich mach ihn. Poro. Zack, so, dann machen wir die noch platt. Prostagma, poro. Und los. Lege, ich mach ihn. Ja, so. Ja, erledigt das mal von hier, finde ich auch eine schöne Idee. Dann kriegen wir den Stall noch kaputt hier. Sind wieder weniger Einheiten. Prostagma, ich wolle. Prostagma, ich wolle. Vor allen Dingen aber die hier brauchen wir im Moment. So, dann nehmen wir die Schatten noch mit. Können uns da ein bisschen unterstützen. Oh ja, finde ich eine schöne Idee. Den Tempel zu zerstören. Zack, so. Und weiter, jetzt rein hier. Prostagma. Den zerstören. Und jetzt ihr zerstört das da oben. Prostagma. Zauber haben wir keine mehr. Lege, poro. Lege. So. Sieht doch alles gut aus. Zack, so, das haben wir, da haben wir jetzt kein Gold mehr für, das macht aber nichts. Prostagma, orthos. So. Genau, das ist auch eine gute Sache. Dann können wir hier nämlich die Rohstoffe abschnüren. Und dann geht's daran, den Stall da noch kaputt machen. So, also allzu viel gibt's hier ja nicht mehr. Ach komm, den kleinen da machen wir auch noch eben kalt. Und dann Attacke. Kann ja nicht so schwer sein. So, dann müssen wir nur noch wieder neue hiervon holen. So, du gehst da helfen. Die können sich hier regenerieren beim auf das Weltwunder einklopsen. Ihr kommt auch noch mit. So, das dürfte jetzt gereicht haben. So einen auch noch hier. Wir werden ihr Weltwunder zermalmen. Richtig. Was da gemacht? Lege, Carlos. Ach, der Turm ist jetzt egal. Wir schicken einfach alles, was wir Lege, haben, dahin. Ich mach ihn. Ist doch kein Problem. Sollte jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Wir müssen jetzt durch sein. Mit der Mission. So. Ach je, das hat sich aber gezogen. Gut. Zeus kann nicht direkt eingreifen oder er löst einen Krieg unter den Göttern aus. Aus diesem Grund seid ihr hier. Macht keinen Fehler. Wenn Kronos entkommt, so wird Atlantis aussehen. Und alles, was euch lieb ist, wird verloren sein. Akanthos, seid ihr wohl auf? Ja, nur ein schlechter Traum. Kommt mit mir, es wird Zeit, unseren Angriff zu planen. Habe ich das richtig verstanden? Unter Osiris' Pyramide befindet sich ein weiterer Zugang zur Unterwelt? Ja, wenn wir den Körper von Osiris wieder zusammenfügen, wird er leben.
Wir haben ein Stück. Die restlichen 3 Stücke müssen gefunden und hierher gebracht werden. Wir sollten uns trennen. Amanra, ihr, Chiron und ich werden unsere Männer aufteilen und die anderen Stücke zurückholen. Ajax, ihr kommt mit mir. Okay, also 3 Missionen. Und dann mal gucken, dass wir Gargarensis aufhalten. Wir wollen ja nicht, dass das so endet, wie wir gerade gewonnen haben, ne? Ist dies der Ort? Ja, Gemsitz Festung. Das Stück befindet sich dort drinnen. Sind die Männer bereit? Ja, Amanra. Gut. Wenn Gemsitz sich dort aufhält, rührt ihn keiner an außer mir. Oh. Die Bauern hier müssen ihres Inselnachbars überdrüssig sein. Vielleicht helfen sie uns. Ich dachte, wir kommen jetzt hier mit einer riesigen Armee an. Nein. Wir müssen wieder mit zusammengerechnet 9 Einheiten leben. Das ist sehr interessant. Und sehr nett auch. So. So, hoffentlich helfen die uns hier und kriegen Einheiten. Hört mich an, Volk des Nils. Ich bin Amanra, die Feindin von Kemsit. Helft uns und wir werden verhindern, dass er euer Land weiter plündert. Wir helfen euch. Bringt den Bauern im Flussdelta die gute Kunde, Amanra. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt... Oh nein. Ach so. Ach, wir können jetzt hier rumlaufen und das hier alles übernehmen, so nach und nach, oder wie? So, zum Beispiel hier müssen wir hin und denen sagen, ey Leute, guck mal, super cool. Und so. Greg, UIR. Ne? Okay, sehr schön. War's das? Ist ja super. Das sieht alles sehr knapp aus hier mit Gold und so weiter, ne? Ich würde sagen, wir gucken uns mal hier das Ding an. Zum Erreichen dieses Ziels benötigen Sie eine Flotte. Seien Sie auf weitere Angriffe Kemsitz auf Ihre Stadt vorbereitet. Denken Sie daran, nach zusätzlichen Gebäuden und auch Dorfbewohnern Ausschau zu halten. Das heißt, wir laufen jetzt mal ein wenig hier rum. Felder beschützen Felder vor Schädlingen und erhöhen damit ihren Ertrag. Sehr schön, so. Laufen mal hier schnell ein bisschen rum. Also hier scheint aber im Moment nicht so viel zu sein. So, der segnet jetzt hier unser Gebäude. Wir sollten die Insel erkunden, bevor wir unseren Brückenkopf am Strand errichten. Ja, wir erkunden ja schon. Hier ist aber nichts. Das ist das Problem. In Wedge. So, dann gehst du da helfen. In Yawit. So. Ja. In Hier ist so gar nichts. Hier sind wieder Felder. Das lässt mich darauf schließen, dass wir vielleicht auf Dorfbewohner treffen, aber... Das könnte auch einfach nur Deko sein, da wir uns am Nildelta befinden. Ah. In which? Cool. U-I-R? Dorfbewohner. Ich dachte, wir kriegen jetzt auch noch irgendwas anderes Cooles dazu. Nein. In a Jerek. Oh. Das gefällt mir. In which? So, den schicken wir mal zurück hier. Inito. Tayo. Inito. Kaserne. Amanra geht auch mal zurück. Haben wir denn eigentlich einen Tempel schon? In which? Ja, los, arbeiten. Haben wir einen Tempel? Nein, haben wir nicht. Oder übersehe ich ihn wieder, so wie letztes Mal. Scheint glücklicherweise nicht so zu sein. Dann
baust du danach ein. Und zwar hier und danach gehst du hier oben Gold sammeln. Ja. Ne? Da holen wir noch zwei, die das mitmachen.